Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody und ihren Kiddos. Es ist noch Erntefest, das heißt, es ist alles noch ganz chillo, mello, dies, das. Aber ab morgen beginnt wieder der Ernst des Lebens. Warum liegt hier Müll? Wir kümmern uns natürlich direkt hier um die ganzen Kiddos und so, weil es ist sehr wichtig. Ja, jetzt ist es ja natürlich offiziell, wann wir die Infants bekommen, beziehungsweise im Deutschen heißen, glaube ich, Säuglinge. Und ich bin absolut nicht bereit dafür, zumindest nicht für diese Challenge. Also an sich wird es bestimmt richtig süß und so, aber diese Challenge wird absolut grausam. Deswegen bin ich jetzt noch nicht so ganz bereit dafür, bin ich ehrlich. Und hoffe, dass wir so viel es geht noch schaffen vorher. Aber wir schauen mal, inwiefern wir das hinbekommen oder eben nicht. Melody ist ja auch wieder schwanger. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, sage ich. Aber ich glaube nicht, dass wir die Challenge beenden können vorher. Also dafür ist es dann doch vielleicht ein bisschen viel, was wir hier noch erreichen müssen. Holy shit, ist das schon wieder viel in unserer Liste hier. Mein Gott, was will ich mit so viel Stuff? Einfach 7800. Digi. So, viel Spaß im Kugelbad. Ich bin hier auf jeden Fall dabei, dass die alle hier gut vorankommen, ne? Weil wir müssen die natürlich ja alle schnell altern, damit wir halt schnell, nachdem wir die Kinder bekommen haben, wieder Kinder kriegen können. Auch wenn jetzt viele Leute ausgezogen sind in näherer Zeit. Also ja, die Teenager ziehen halt noch aus, aber dann ziehen erstmal lange keine Leute aus. Deswegen müssen wir uns da schon drum kümmern, dass die kleinen Kinder halt schnell dann zur Schule kommen und so. Aber wir kriegen das alles hin, ja. Also ich bin ja mittlerweile Profi in dieser Challenge, ich kenne mich ja aus. Wir machen das schon. Wieso sind diese Gartenzwerge eigentlich hier im Badezimmer? Vor allem vom Badezimmer von den Kleinkindern. Ich finde das ein bisschen unangenehm. Aber grundsätzlich geht es denen allen gerade ganz gut. Das ist sehr, sehr schön. Die konnten sich anscheinend heute gut um ihre Bedürfnisse kümmern. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Denn so kommen die natürlich auch alle schneller voran, ne? Wenn es denen gut geht und so. Sie beendet jetzt noch kurz ihre Bewegungsfähigkeit. Und dann kann sie auch schlafen gehen. Und dann sind alle am Schlafen in der Nacht. Könnt ihr euch das vorstellen, Leute? Das gab es ja schon lange nicht mehr. Die Zeit vergeht schnell. Ich bin so froh. Gefühlt sind die Kleinkinder immer nachts wach. Deswegen ist das so besonders für mich gerade. Ja, und um 4:30 steht Melody schon wieder auf. Na toll. Aber dann kann sie wenigstens mal wieder was Neues zu essen kochen. Damit die nicht auf die Idee kommen, wieder irgendwelche Kuchen zu essen. Was ist das denn? Irgendeine Süßigkeit. Rigadeiro. Weiß ich nicht, was das ist, aber es schmeckt bestimmt. Gönn dir. Komm, sie ist im zweiten Trimester und sie ist schon wieder so. Sie hat schon wieder so eine Kugel. Weiß ich nicht, was bei ihr da eigentlich immer los ist. Okay, zeig mal. Wie sieht das jetzt so aus? Ach, es ist noch nicht fertig, oder? I guess. Das verwirrt mich. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir das nächste Mal im Cast sind, können wir ja Melody auch mal irgendwie zumindest so ein Zweitoutfit geben oder so. Weil so ein richtiges Umstyling lohnt sich jetzt halt nicht mehr für 9 Kinder. Aber dass man dann so sagt, dass sie zumindest halt mehrere Outfit-Optionen hat, zumindest für Schlafkleidung und Alltagskleidung, weil die sehen wir ja am meisten, dass sie da so ein bisschen frischen Wind hat, so, ne? Muss aber auch nichts Besonderes sein, sage ich. Nacht in der Stadt. Haben wir hier auch so einen Stand? Weil ich glaube, das zählt auch. Da ist auf jeden Fall ein Stand, dann kann man da nachher kostenlos essen, damit die das abschließen können. Ohne, dass wir jetzt irgendwie hier weg müssen, weil die kleinen Kinder müssen natürlich weiter an ihren Fähigkeiten arbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Und sie geht direkt an eine Bar. Du wirst nicht den Kuchen essen, obwohl der schon wieder angefressen ist. Egal. Egal, mach einfach. Gönn dir, Junge. Was ich mich gefragt habe, kann man dieses Angelschild eigentlich hier reinsetzen? Oder muss es zwingend ein Teich sein? Okay, es muss zwingend ein Teich sein, aber wir haben ja hier doch noch einiges an Platz. Da können wir doch auch einfach hier so einen kleinen Teich machen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen tief. Vielleicht sollte ich das nochmal ein bisschen hochholen. Ja, das ist bestimmt in Ordnung. Das sieht jetzt nicht unbedingt so toll aus, aber das muss es doch auch gar nicht sein, oder Leute? Dieses Tool überfordert mich ein bisschen, bin ich ehrlich. Hier machen wir Teichwasser daraus und dann platzieren wir dieses Schild darin. Dann kann sie nämlich ihre Fähigkeit trotzdem erhöhen, auch wenn wir hier nicht direkt angeln können. Toll, oder Leute? Toll. So, und dann können wir einfach alle, die wir kennen, da reinklatschen. Yay! Weil wir wollen natürlich nach wie vor versuchen, irgendwie so viele Fähigkeiten wie möglich halt auf Level 10 zu bringen. Weil wenn wir jetzt schon so lange mit ihr spielen, ist das ja schon irgendwie auch so ein bisschen so ein Meilenstein, ne? Okay, irgendwie kommt sie da nicht richtig dran. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat. Aber wir suchen es mal nochmal. Oder ob der tiefer sein muss. Das überfordert mich. Also ist jetzt nicht mein schönstes Werk, aber wir versuchen es mal. Sie kann die Angel auswerfen. Okay, es musste einfach tiefer sein. Naja, jetzt sieht es halt kacke aus. Ist halt dann so. Sie hat einen neuen Fisch gefangen. Hä?
Wie soll das funktionieren? Man kann doch nur Fische da reinklatschen, die man schon kennt. Hä? Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten schon mal eine Juli, oder? Also ich meine, kann natürlich vorkommen, aber es hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Vielleicht finden wir das noch früher oder später raus, aber wenn das stimmt, wäre das irgendwie auch ein bisschen peinlich, oder? Level 9 der Angelfähigkeit, Okay, und die Kids sind wieder da. Ich hoffe, dass das geklappt hat mit denen. Komm, gönn. Eine Forelle interessiert mich gerade nicht so. Was ist mit den Kindern? Kommt ihr nach Hause oder nicht? Jawohl. Ja, ihr seid so geil. Also auf dem sind zumindest noch Kerzen drauf. Das heißt, do your thing. Und du kannst dir vielleicht deinen eigenen backen. Happy birthday to you. Och, ist das schön, Leute. Yay. Und er ist ein Chaot und möchte Meister des Unfugs werden. Ciao, Kakao. Der Cheat funktioniert nicht mehr. Hallo? Doch. Jetzt. Yay, das mit dem Kuchen hat sogar funktioniert. Bin sehr stolz auf dich. So, und ich wünsche dir jetzt alles Gute zum Geburtstag. So, und er ist ein Hundefreund und möchte Landschaftspfleger werden. Yay! Mach mal neue Kerzen drauf. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Tschüss! So, sie hat großen Hunger. Das heißt, sie kann mal zu diesem Stand gehen. Essen bestellen. Woo! Mount Komorebi Matcha. Kalter Kaffee Energy. Wir gönnen uns eine Lachs-Maki-Rolle. Die Verkäuferin hat gar keinen Bock auf ihr Leben. Und dann wieder ab nach Hause. I guess. Die Kinder stinken alle komplett. Man kennt's. Oh, sie geht einfach schlafen. Ciao, Girl. So, und vielleicht kann die Mutti ja mal ihre Kinder ein bisschen waschen. Wenn sie zumindest ein oder zwei Kinder wäscht, ist es ja schon toll. So, dann bade mal ein anderes Kind noch. Und dann kann auch sie schlafen gehen. Das Gute ist, wir haben jetzt keine Schulkinder am Wochenende. Beziehungsweise, selbst wenn die jetzt noch zu Schulkindern werden, können die sich jetzt wenigstens schon mal um ihre Fähigkeiten kümmern im Voraus. Also von daher ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht jetzt gerade. Es ist einfach schon fast wieder Winter in diesem Game, ne? Alter, das geht hier irgendwie alles so fix, ne? Ich bin immer froh, wenn der Winter vorbei ist in diesem Spiel. Teilweise muss ich mich bei den Kindern vorstellen, teilweise nicht. Also, I don't know, irgendwie dachte ich, es wäre jetzt so halb gefixt, aber anscheinend nicht. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch einfach an dem Spielstand, weil es ist der einzige Spielstand, bei dem ich diese Probleme habe. Diese Gartenzwerge stehen hier immer noch. Also es sieht auf jeden Fall gut aus, dass sie heute noch gealtert werden können. Okay, das erste Kind ist auf jeden Fall fertig. Happy Birthday to you! Yay! Und sie ist aktiv und kreativ. So, nächstes Kind ist ready. Alles Gute zum Geburtstag, kleiner Mann. Und Cindy ist, glaube ich, jetzt auch soweit. Yay! So, und er ist ordentlich. Total motorisch. Jo, Cindy ist auch soweit. Perfekt. Happy Birthday. Yay. Okay, und du bist düster. Aber sehr mental. Dann gehen wir mal ab in den Create a Sim. Thank you.
weiß nicht wieso, aber mein Cast hat heute irgendwie richtig krass gelaggt. Deswegen, I don't know, wenn ich mir nicht die Mühe gegeben habe wie sonst. Weil so macht es natürlich nicht so viel Spaß, aber trotzdem denke ich, dass sie sehr akzeptabel geworden sind, die kleinen Mäuse. Und ich fand irgendwie, also früher habe ich Melody ja mehr Kleider auch gegeben, aber irgendwie passt das irgendwie nicht so ganz mehr zu ihr. Deswegen habe ich mich dann ja doch dagegen entschieden und ich finde ihre neuen Sachen eigentlich ganz schön. Nur ich habe zwischendurch mal vergessen, dass sie in Lucky Day unten ist. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht vergesse, das zu zensieren im Schnitt, weil ansonsten werde ich, glaube ich, gebannt. So, und jetzt kümmern sich nochmal alle um sich selber. Jawollo! Es gibt den Musikstil Konzentration. I didn't know. Aber ich muss sagen, ich fand es auch schwer, ihr neue Outfits zu geben, weil sie jetzt ja eben noch so eine fette Kugel hat, ne? Aber ich denke, das wird schon irgendwie passen. Ich meine, immerhin weiß ich jetzt, dass sie dann auch gut aussieht, obwohl sie eben schwanger ist. Und da ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe und Angst habe, dass das Baby, beziehungsweise die Babys hoffentlich, bald aus ihr rausploppen, beende ich jetzt hier den Part. Wir haben gut was erreicht, würde ich sagen. Ich freue mich, dass Melody jetzt mal wieder ein paar neue Sachen hat und dass die Kiddos alle hier am Stissel sind, ja. Also wir sind auf jeden Fall gut dabei, würde ich sagen. Wie gesagt, vor den Infants kriegen wir das eh nicht hin hier mit der Challenge, deswegen versuche ich natürlich trotzdem alles bestmöglich vorher fertig zu bekommen. Also zumindest so viel es geht. Aber man kann es natürlich jetzt auch nicht herauf provozieren, ne? Weil wenn ich jetzt jeden Tag ein Part bringen würde, ginge das natürlich schon, aber ich bleibe meinem System treu. Kann natürlich sein, dass ich jetzt dann öfter auch mal mittwochs dann Let's Play Part bringe, sodass es vielleicht doch schon nochmal öfter kommt. Aber fertig werden wir davor auf jeden Fall nicht. Deswegen müssen wir uns da auf jeden Fall dann ein System überlegen. Aber bis es soweit ist, haben wir auf jeden Fall noch knapp einen Monat Zeit. Ich sollte nicht so viel reden am Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!